Ihr Lieben, da bin ich endlich. Ja, ein langer Tag, ein langer Tag. Heute ist der 18. Dezember. Ja, und das heißt, 18. Plätzchen aufmachen, ne? Genau, und wir fangen ja immer an mit der Schoki. Die ist hier oben und die ist diesmal quer und nicht längs. Okay. Dann eben so. Kinder Country, also dieser Kinder, muss ich sagen, Kinder Schokoladen Adventskalender ist jetzt auch nicht so wechslungsreich, aber naja, ich meine, Kinder, glaube ich, freuen sich darüber mehr wie Erwachsene. Naja, ein bisschen Schoki geht immer, ne? Nervennahrung. So, Licht bitte an. Und bin ich froh, wenn der Kalender hier vorbei ist, ne? Der 18. und diesmal wieder eine helle Kerze. Ja, braucht kein Mensch den Kalender. Braucht wirklich kein Mensch. So, Balea. Die 18 von Balea. Meine Ketten. So, die 18 von Balea. Ja. So, da ist sie. Direkt vor meiner Nase und mir sagt nichts. Mensch. Be your own inspiration. Eine Tagescreme, okay. Die probieren wir doch dann mal auch aus. Eine Tagescreme mit Hyaluronsäure und Lichtschutzfaktor 15. Ja, das klingt doch gut, ne? Pack die mal auf den Handrücken. Schöne Konsistenz der Creme. Ja. Lässt sich schön verteilen, zieht schnell ein und hat einen ganz, ganz angenehmen, Duft. Ja, sehr schön. Schon eingezogen. Gefällt mir. Ich glaube, die ist ganz gut und für jeden Hauttyp geeignet. Ja, probiere ich mal gleich nach der Dusche. Jo! Dann die Nummer 18 von Essence. Wo haben wir denn die? Wo hat sie sich versteckt? Oh, hier ist sie. Auch etwas was Längliches. Das mal eben hier so ab. Und, oh, Gloss Like a Boss. Das ist ja geil. Was bist denn du? Auf jeden Fall Glitzer. Komm, guck mal. Ja, ich muss mal eben lesen. Mit diesem tollen Glitter-Lippentopper hast du die Schneekönigin an Weihnachten. Bist du die Schneekönigin an Weihnachten? Er verwandelt mit seinen Holo-Glitzer-Partikeln jedes Lippen. Boah, das kann man ganz schlecht lesen. Jedes Lippen-Make-up von wunderschön zu atemberaubend. Nicht auf gereizte oder empfindliche Lippen auftragen. Boah, alter Vater. Ausprobieren. Okay. Ich mach's erstmal auf den Handrücken. Das ist immer, so kommt gar nicht der holographische Effekt so rüber. Und jetzt mache ich mir den auf die Lippen. Das ist ja geil. Ja. Man hat nur die Glitzerpartikel, ne? Ist jetzt nicht so angenehm, aber ja, man hat halt die Glitzerpartikel auf den Lippen und die sind irgendwie nicht so angenehm. Hallo, wo wollt ihr hin? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der auf den Lippen so gut ist, aber vielleicht auf den Wangen, wenn du wirklich Väter hast, Party, sollte das mal irgendwann wieder so sein, denke ich mal,
würde ich mir eher sowas hier, yeah, zum Beispiel auf für Silvester oder was auf den Wangen machen. Ne? Ja gut. Auf den Lippen finde ich es jetzt nicht so toll, weil du isst ja und trinkst. Und dann hast du diesen, ja, hast du das einfach. Oder was natürlich auch gut ist, aber es klebt unheimlich, ist aufs Augenlid. Aber ja gut, nee, da klebt zu sehr. Aber hier auf die Wangen, wartet mal, finde ich das jetzt gar nicht mal schlecht. Gut, man muss es jetzt auf den Lippen nicht so krass drauf machen. Das ist jetzt natürlich etwas dick drauf gemacht, ne? Aber könnt ihr das so sehen auf den Wangen? Kann man das auch schon machen. Ja. 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 Tada! Eine schöne 18 auf jeden Fall. Und Glitter Lip Topper. Einfach ein bisschen weniger auf die Lippen machen. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so finde ich die 18 auf jeden Fall super. Und das ist voll geil. Aber da hat sie wirklich im Mund, ne? Ja. Das war die 18, ihr Lieben. Das war die 18. Morgen haben wir schon wieder Wochenende. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Lasst es euch gut gehen und bleibt bitte alle gesund oder werdet gesund. Ja, ich bin dann raus für heute und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!